Spa ist noch schneller als Monza. Ein Kurs, der besonders viel Können, besonders viel Mut und vom Wagen eine besonders gute Straßenlage erfordert. Kurz vor dem Start hatte es noch geregnet. Dann stellt sich in den letzten Minuten immer noch die Frage, ob man mit der Regenmischung oder mit den Trockenreifen fahren soll. Und oft wird in letzter Sekunde noch umgewechselt. Hier in Spa startete John Wire nun mit den aufgebohrten Motoren mit 4,9 Liter Hubraum. Im Training hatte Rodriguez die schnellste Zeit erzielt, dann kam Siffert, dann Jackie X auf Ferrari, dann erstaunlicherweise schon der 917 vom Gesipa-Team mit Kellners und Neuhaus, die noch den 4,5 Liter fuhren. Beim Rennen liegen von Anfang an die beiden Golf-Porsche vorne, nur um Meter voneinander getrennt, aber der rote Ferrari von Jackie X kann das Tempo der Spitzenreiter halten und liegt gelegentlich sogar auf dem zweiten Platz. Beim ersten Boxenstopp funktionierte die Füllanlage bei Siffert nicht richtig, er fiel etwas zurück. Rodriguez kämpfte dann alleine mit dem Ferrari, aber in der 22. Runde hatte er einen Reifenschaden, so lag der Ferrari kurze Zeit vorne. Es war ein sehr spannendes Rennen. Siffert und Redmond, der auch sehr schnell fuhr, holten aber auf. Vor allem konnte dann John Surtees auf dem Ferrari, der Jackie X ablöste, das Tempo nicht mehr mithalten, sodass der Siffert-Redmond-Wagen schließlich klar nach vorne kam. Rodriguez und Kinnunen mussten mit einem Schaden an der elektrischen Anlage aufgeben, nachdem Rodriguez einen neuen Rundenrekord gefahren war mit 3,16,5, was geradezu unglaublichen 258,3 Durchschnitt entspricht. Dabei